Hallo und herzlich willkommen, liebe Nähfreunde und Fans der Marke Yuki Nähmaschinen, zu einem weiteren Video mit mir. Ich bin Matthias von Yuki Style Your Life School. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses schöne Bügeltuch selber herstellen könnt und versäubern mit einem Rollsaum. Um ihn schön dicht zu bekommen, nähe ich hier mit Bauschgarn. Das zeige ich euch an der MO2000. Gleich geht's los. Es gibt Stoffe im Nähleben, die vertragen das Bügeleisen überhaupt nicht. Verwendest du das Bügeleisen auf diesen Stoffen, wie zum Beispiel Seide oder ganz extrem bei Samt, dann kann es eben sein, dass das Glanzstellen hinterlässt und das will keiner. Dafür mein Tipp, nehmt euch zum Beispiel Seidenorganza und näht euch selbst ein Bügeltuch dafür. Verwendet ihr das, könnt ihr mit dem Bügeleisen dann gut und gerne auf die Materialien gehen, ohne dass diese entweder verbrennen oder Glanzstellen haben. Das Schöne daran, so ein Bügeltuch kann ja ganz individuell hergestellt werden. Ich habe hier eins, das ist 40x60 oder 1,30 m. Oder das hier, was wir gleich zusammen machen werden, ist 65x65. Also für alles, was man durchschnittlich auf dem Bügelbrett so abbügeln will und was eben nach Möglichkeit keine Glanzstellen bekommen soll. Ich verwende Seidenorganza dazu, der ist sehr strapazierfähig und das Bügeltuch ist ja am Ende dann auch waschbar. Ja, und es soll ja hübsch aussehen, so wie bei mir hier. Und ich mache das mit einem schönen Rollsaum und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich an der Overlock. Das Differential lasse ich auf neutral stehen, weil es ist ja kein dehnbarer Stoff. Die Stichlänge nehme ich ganz auf 1 runter, weil ich persönlich möchte ja den Rollsaum schön eng aneinander haben. Das Messer stelle ich ganz nach links, somit, dass die Kante ganz schmal abgeschnitten wird. Beim Einfädeln gibt es nichts weiter zu beachten. Ich verwende nur die rechte Nadel, die linke habe ich entfernt. Das Bauschgarn wird in den Untergreifer eingefädelt und ganz wichtig, ihr müsst den Hilfsgreifer aktivieren. Meine Maschine ist einsatzbereit und jetzt geht's los. Tipp von mir zwischendurch. Wer eine ganz exakt gerade geschnittene Kante haben möchte, der macht es so wie ich, der legt sich ein großes Lineal auf und zeichnet sich das einfach mit einem Stift an. Und dann haben wir eine gute Anlegekante zum Abschneiden unter der Maschine. Wichtig ist dabei zu beachten, dass der Stoff immer ein ganz kleines bisschen hier vorne auf Spannung gehalten wird und die Hand, die führt das immer ganz gerade, damit wir eine schöne, gerade Naht bekommen, ohne dass sie in der Spannung ist. Der Anfang ist mir gut geglückt. Ihr könnt den restlich überstehenden Rollsaum gerne mit der Schere abschneiden. Ihr könnt ihn aber auch mit der Nadel verstopfen. Ich werde jetzt mein Bügeltuch noch fertig nähen. Ich hoffe, ihr probiert das auch mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias von Yuki Style Your Life School. Ach so, und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich immer.